Fußball werden. Aber wir wissen es ja nicht. Das ist das Problem. Trotzdem, wir begrüßen Sie herzlich, Manni Goldmann und Frank Buschmann. Ja, das Leben ist kein Konjunktiv. Hätte, wäre, wenn und aber. Schauen wir es uns einfach an. Los geht's. Ist das jetzt eine offene Kiste? Haben wir einen Favoriten? Wie wird es ausgehen? Viele Fragen von dem Spiel. Da gebe ich mal eine Antwort. Ich glaube, das ist eine offene Kiste. Schiedsrichter pfeift die Partie an. Es geht los. Xabi Alonso. Sergio Ramos. Mesut Özil jetzt. Und es war eine fantastische Vorlage. Er hat einfach die Übersicht, solche Bälle zu spielen. Ja, absolut. Und man sieht ganz deutlich, dem ist völlig egal, wer da um ihn rum steht. Er sieht immer die richtige Option und trifft die richtigen Entscheidungen. Knapp und schade, dass das nicht geklappt hat. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Mesut Özil jetzt. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Und das macht er richtig gut. Verloren, so kurz vor dem Tor. Barcelona auf dem Weg zum Tor. Verzogene Ball, wie ein verzogenes Kind. Ja, und wie ein verzogenes Kind steht er da auch zum Ball. Nämlich alles andere als optimal. Wechsel im Ballbesitz, Barcelona. Iniesta. Da ist er, der Vorbereiter par excellence, der ideale Mitspieler für jeden Sturm. Das sieht gut aus. Die Abwehr steht goldrichtig. Steht genau richtig, genau da, wo der Flankenball hinkommt. Besser geht's defensiv nicht. Wunderbare Aktion von Pujol, der Defensivstar der Mannschaft. Genau getimt. Piqué. Ein sehr schöner Pass. Toller Pass. Klasse Zuspiel. Geht er rein? Er hält ihn fest. Er begräbt ihn in seinen Armen. Klasse Leistung. Mesut Özil jetzt. Xabi Alonso. Ganz sicher hat er das gemacht. Dani Alves. Sergio Busquets. Dani Alves. Die verstehen sich blind. Dani Alves. Xavi. Ja, so kann es weitergehen.
Der Schiedsrichterassistent entscheidet auf Abseits. Ob das die richtige Entscheidung war? So, das ist Abseits, brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Wir belegen das mit der Zeitlupe. Das Gespann hat sofort gesehen. Xavi Alonso. Cristiano Ronaldo. Das muss es sein! Jetzt ist der Punkt! Wir können festhalten, Real Madrid führt zur Pause. Fabregas. Ich sag's ja immer, Statistiken trügen manchmal. Hier ist die Ballbesitzstatistik für Barcelona. Ja, also das ist schon erstaunlich. Deutlich mehr Ballbesitz für Barca, aber trotzdem der Rückstand. Also es will nicht immer was heißen, wenn man mehr am Ball hat. Da wird der Trainer zufrieden sein. Sergio Ramos. Mesut Özil jetzt. Was will mehr ein 1:0 zur Pause sagen? Gar nichts. Alle Möglichkeiten für beide Teams in Durchgang 2. Ist das Spiel schon wieder voll im Gang. Xavi. Ja, den hat er gut abgefangen, den Ball. Cristiano Ronaldo. Und der kommt genau an. Jawohl, abgefangen. Fabregas. Sergio Ramos. Mesut Özil jetzt. Dani Alves. Fabregas. Sergio Busquets. Ball im Aus, gibt ein Wurf. Cristiano Ronaldo. Das ist eine gute Position für den Einwurf. Sie haben einen Spezialisten. Jetzt bringt der Trainer noch einen neuen Spieler. Aber das dient wohl in erster Linie dazu, die Führung über die Zeit zu bringen. Ja, das könnte was werden. Und der FC Barcelona holt einen Eckball aus. Jetzt spielt der Trainer alles oder nichts. Es kommt noch ein Stürmer. Ja, und das heißt, hinten ist alles egal. Ab nach vorne, der Dreier soll her. Guck mal hin! Kaka. Traumpass. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Der Verteidiger blockiert den Ball. Das wird Ecke geben für Real Madrid. Wie kann denn sowas passieren? Schöne Ecke und dann hat sofort wieder der Gegner den Ball. Und nun hat Real Madrid den Ball. Ja, tolle Chance. Jetzt sieht er ab. Klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel und den Schuss abgeblockt. Wir müssen uns neue Namen merken. Auf beiden Seiten gibt es Auswechslungen.
schon ist der gegnerische Angriff unterbunden. Ein wunderschönes Zuspiel. Schöne Basis für einen Angriff dieser Attacke. David Villa. Erik Abidal. Und nun Lionel Messi. Cristiano Ronaldo. Kaká. Murisha an der Ball. Jetzt läuft der Ball gut. Sie kombinieren hervorragend. Ein Freistoß, eine Entscheidung, über die man nicht reden muss. Beide Trainer haben sich entschieden. Frische Spieler brauchen die Teams. Kriegt er keine Karte, aber ein paar ernste Worte. Ja, das finde ich ja ganz gut, wenn der Schiedsrichter da auch mal diese Möglichkeit. Ein klassischer Lattentreffer. Und nun Lionel Messi. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt die? Nicht so lange den Ball halten, Jungs, dann findet ihr nie die Lücke. Schöner Pass. Klasse, wie er sich den Flankenball da runterholt. Und mit diesem Eckball wollen sie den Ausgleich erzwingen. Da sind die Fans entsetzt. Nach dieser Ecke kriegt sofort der Gegner wieder den Ball. Ein guter Pass, aber der Verteidiger steht genau da, wo er stehen muss. Mascherano hat den Ball. Sicher in der Ballbehandlung. Oh, ja, klasse, wie der Abwehrspieler den Schuss ablockt. Dieses Signal ist eindeutig. Es ist der Schlusspfiff. Manchmal kann ich das überhaupt nicht verstehen. Sie wollen auch ein Freundschaftsspiel nicht verlieren. Der Ehrgeiz ist da. Ja, ja, obwohl es ja im Grunde um nichts geht, verlieren will da keiner. Das nervt einfach. So, liebe Zuschauer, mein Name ist Manni Breukmann. Ich darf mich dann verabschieden nach diesem hochklassigen Spiel, wie ich fand. Und hoffentlich sind Sie beim nächsten Mal wieder mit von der Partie. Wir haben nicht die höchste Spielkultur, sind nicht gerade filigran. Doch wir haben Träume und Visionen und in der Hinterhand einen Masterplan. Für unseren langen Weg aus der Krise und aus der Depression lautet die Devise: nichts wie rauf auf den Fußballthron. Eins und zwei und
mit dem Herzen.